Herzlich grüßt aus Mappenzellerland, ich bin Denis Antoinette Sonderegger und weiter geht es mit dem Steinbock im Aszendenten. Und bitte, wenn du weißt von dir, dass du im Aszendenten Steinbock bist, dann überlege mal, wie zeigt sich das nach außen? Das ist nämlich die Energie, die dazu führt, dass Menschen zu dir kommen. Also du ziehst die mit dieser Energie an. Und jetzt kann man dafür oder dagegen sein? Ich bin der Meinung, dass diese Geschäftsführerqualitäten, die du im Aszendenten ausstrahlst oder ausstrahlen solltest, dass die sehr attraktiv sind für Menschen, um zu dir zu kommen, weil du repräsentierst da etwas, was in den letzten Jahren so gerade in der Online-Welt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wir waren ja geprägt von schneller, weiter, höher. Es geht alles sehr schnell. Die Qualitäten, die wir als Unternehmerin brauchen, die sind in den Hintergrund gerutscht. Doch, es ist so wichtig, dass wir eben fleißig sind im Positiven. Also das heißt nicht eben von morgens bis abends arbeiten, sondern am Richtigen zu arbeiten, in der richtigen Art und Weise zu arbeiten. Dieses Ehrgeiz im positiven Sinn, dieses ein Ziel erreichen wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig und das geht manchmal wirklich so ein bisschen verloren, weil alle das Gefühl haben, ich muss nur schnell ein bisschen manifestieren und zack, läuft mein Business 100.000-stellig. Und das ist nicht so. Mein Team aus der geistigen Welt hat immer wieder gesagt, schau in die Natur, dann siehst du, wie dein Business funktionieren soll. Und tatsächlich ist es so, alles braucht seine gesunde Zeit, um eben wachsen und zwar nachhaltig wachsen zu können. Also wenn du im Aszendent Steinbock bist, empfehle ich dir, diese Qualitäten mit Stolz rauszupolieren und dann eben zu zeigen, dass die Leute bei dir mit diesen Qualitäten völlig richtig sind. Ich wünsche dir dabei viel, viel Spaß und Freude und schicke dir ein von Herzen kommendes Juhu! Tschüss, mach's gut.